Bitte, wie geht's dir? Ja, gut. Ich finde es toll, unsere Ausstellung. Ich habe auch echt viel gekramt und gemacht und getan, dass ich da mein Kinderzimmer mit der echt laufenden Maschine da wieder rekonstruieren kann. Ja, das ist gut geworden. Das ist jetzt die Vergangenheit. Was ist die Zukunft? Die Zukunft? Fantas machen weiter. Ich meine, wir nehmen gerade Anlauf auf unsere Stadionkonzerte im nächsten Jahr. Vom Kinderzimmer ins Stadion. Das ist die Spannweite. Im Moment sind wir im Stadion. Und eine persönliche letzte Frage. Jetzt kennt ihr euch 30 Jahre. Wer ist so derjenige, wo du sagst, da bin ich mir am engsten mit nach den 30 Jahren, da habe ich die meisten Erfahrungen mit. Das ist so, wir sind uns am nächsten gekommen. Das ist ganz schwierig zu sagen, weil in der langen Zeit sind wir uns alle nahe gekommen. Ja, also Smudo kenne ich natürlich am längsten. Ja, wir sind die Urkernzelle der Fantas. Aber nach so langer Zeit, da spielt das immer wenige, die paar Jahre Unterschied spielen keine Rolle mehr einfach, ne, je weiter die Zeit fortschreitet. Wie findest du jetzt die Ausstellung, nachdem du sie ein bisschen gesehen hast? Ich finde es total spannend. Also für mich ist das natürlich cool, weil ich natürlich überall dabei war. Und viele Sachen sind halt schon so echt. Stimmt ja. Und manche Sachen sind natürlich klar, das ist aus meinem Fundus. Das überrascht mich jetzt auch nicht. Aber ich finde die Mischung aus aufgeregt, kleinteilig und unglaublich ruhig und beruhigend finde ich total spannend. Also es ist wirklich so, man hat das Gefühl, man ist im Museum, aber eben doch nicht so dröge. Ne? Und das ist für mich jetzt, also als nicht so der große Museumsgänger, weil klar war ich mal im MoMA und war mal da und mal dort irgendwie, aber finde ich es mal einen völlig anderen Ansatz. Ne? Gefällt mir sehr gut. Als du damals mit den Fantas angefangen hast, hast du dir gedacht, so ja, das wäre mal schön, irgendwann mal im Museum zu hängen? In Anführungsstrichen? Nee, garantiert nicht. Also, Junge, echt andere Sachen zu tun, als mir über ein Museum Gedanken zu machen. Niemand wusste, dass es so lange geht und niemand weiß, wie lange es heute noch geht, aber es ist grundsätzlich schon ein krasser Moment jetzt zu sagen, ey, Alter, 30 Jahre. Und dann auch eine eigene Ausstellung. Und wir haben noch ein paar Sachen vor in diesem Jubiläumsjahr, über die wir jetzt noch nicht sprechen können, aber da kommen noch einige auf uns zu. Uns hier die Ausstellungseröffnung und Bürgermeister, goldenes Buch der Stadt und Ministerpräsident und so, wow, es ist schon flashy. Dein persönlicher, liebster Fanta 4-Moment oder irgendein besonderer, ich weiß, es sind 30 Jahre, aber vielleicht kommt dir jetzt automatisch irgendein Bild in den Kopf, wo du sagst, ja, da denke ich ganz spontan, wenn du mich nach dem Fanta 4-Moment fragst. Muss ich eigentlich immer wieder, also die Frage ist schon öfters gestellt bekommen, ich sage ja immer wieder Heimspiel 2009. Das war, ich meine, es gibt ganz viele Momente, die ich mich persönlich sehr gerne erinnere und die auch flashy waren und komisch und strange und toll und alles Mögliche. Aber dieses Heimspiel, das erste Mal wirklich so viele Leute, die nur wegen uns gekommen sind und die 18 Monate Arbeit vorher dann zu sehen und dann auch den Stromausfall zu überleben, war sehr, sehr krass. Doch noch eine Frage. Bist du mit den Fantas alt geworden oder durch die Fantas jung geblieben? Wenn du Bilder sehen willst, wie ich früher ausgesehen habe, dann ist das zweite der Fall. Jetzt haben Sie natürlich in der Vorbereitung auf die Ausstellung die ein bisschen kennengelernt. Was war Ihr Eindruck, bevor Sie sie kannten und was ist Ihr Eindruck jetzt? Na gut, das kann man so, das ist eine schwierige Frage. Vorher kannte ich sie ja gar nicht, also hatte ich auch keinen Eindruck. Man denkt natürlich immer, das sind Popstars, die sind unnahbar oder das stimmt überhaupt. Das hat bisher noch nie gestimmt bei den Stuttgarter Stars, die ich kennengelernt habe. Und was man, glaube ich, sagen kann, die tragen alle Stuttgart in der Brust, sonst wären die heute nicht hier, sonst würden die sich nicht im Stadtpalais Museum für Stuttgart irgendwie niederlassen und mit uns eine Ausstellung machen. Ich glaube, das ist immer das, was mich hier sehr beeindruckt, eigentlich bei allen, aber auch bei den Fantas, wie viel Lokalpatriotismus einfach in denen drin ist. Ihr persönliches Lieblingsstück oder Lieblingsraum, gibt es sowas? Ich finde eigentlich die Dioramen am großartigsten. Ja? Also, ich glaube, das war auch die Idee zu sagen, ja, man, natürlich, die Fantas werden erst 30, die sind noch da. Jetzt also nur mit Objekten zu erzählen, die irgendwie eine authentische Aura bekommen sollen, ist schwierig. Sonst braucht die Dioramen und am besten gefällt mir Tag am Meer. Tag am Meer ist auch mein absoluter Fanta-Lieblingstrack. Das Video ist total abgespaced und irgendwie diesen Raum begehbar zu machen, in dieses Video zu kommen, sich auf diese Scheibe zu stellen, der Muschel sich anzugucken und den Beat zu machen, finde ich einfach großartig.